So, meine Freunde, ne? Ich habe einfach mal gestern hier das Tisch geduscht mit einer Limo-Flasche, ja? Glas. Ja, und jetzt weiß ich mal gucken, ob das Kabel einen Fritten hat oder auch eine Face. Das nicht, nur das Kabel. Habe ich mir ein Kabel gekauft. Von der Marke hier. Halt, ne? Geil. Es lief halt. Ah ja, ein Klett dabei. Geil. Das halt hier. Unten. Hallo, wir hatten. Ja, da ist noch so ein Rabattcode. Über der nächste Bestellung oder so. Ist da drin. Das sehe ich jetzt schon, dass das viel besser ist, ne? Hat 2 Meter gesleeftes Kabel hier. Das sehe ich jetzt schon, ne? Ich hatte auch schon eine HDI-Kabel gesehen davon. Und ja. Jetzt gleich das andere Kabel raus, das andere Kabel rausschmeißen hier. Und erstmal das eine hier in den Knoten hier. So. So. Junge, Junge. Ah, ja. Jetzt. Das hier kommt in den Owner-Face rein, ist ja klar. Ist geflockt und hier ist Chrom halt, ne? Das Chrom, ne? Das Chrom, die ist geflochten. Gegen Knicken und weiß ich alles. In Deutschland hergestellt. So ein Klett dabei. Wie geil ist das denn? Jetzt das alte Kabel hier rausschmeißen. Das wird erstmal eine Fummelei, Leute. Weil mir nicht hier unten drin ist. Auch nicht. Zack. Hier habe ich so fettes, langes Kabel, 10 Meter lang. Ne? Das hat schon wieder ausgetauscht hier. Zack, das andere ist nämlich hier. Hier ist nämlich, dass das Mikrofon kommt mit der Klinke. Ich würde sagen, da schließe ich erst das Mic an. Ach, ein Mikro. Runter. Zack. Dann hier runter direkt. Ich würde sagen, einmal durch den Kabel bohren. Dass man halt nicht runterfallen kann.
und jetzt hier dann einmal durch die Loch. Nach oben. Ah ja, jetzt ist hier. So. So, da haben wir es hier drinnen, die dann hier so nochmal an den Kabel geworden. Ne? Dann ist dann halt hier unten nichts mehr so viel in dem Bommel, nur noch unten ein bisschen weniger drin. Ne? Gucken wir jetzt mal. Peace out, all my friends. Peace.